Hallo, guten Morgen. Ja, wir haben jetzt Montag, den 7. und es ist 7:01 Uhr. Und ja, ich dachte, ich melde mich mal kurz, bevor ich in die Tagesstätte gehe. Ich werde mir auch gleich noch mal was zu essen machen. Ich habe zwar eben schon eine Scheibe Brot gegessen und trinke meinen Kaffee aus der schönen Tasse. Aber ich wollte halt kurz die Kamera anmachen. Und zwar wollte ich euch was erzählen. Manche wissen ja, dass ich Klarträume habe und manche halt nicht. Aber Klarträume sind halt Träume, wo du dir bewusst bist, dass du träumst. Und wenn du so kannst wie ich, dann kannst du auch Träume steuern. Nicht jeder kann das. Das bedeutet auch viel Training. Also ich konnte das ganz früher auch nicht. Das kam immer mit der Zeit. So, mittlerweile kann ich steuern und ja, angefangen hat es bei mir, als ich Kind war, da habe ich immer Albträume gehabt. Immer. Und immer denselben. Und da bin ich dann immer in so eine Röhre reingefallen. Und das war so, dass ich dann ja aufgewacht bin und hatte natürlich Angst. Und ich habe dann irgendwie es geschafft, dass jedes Mal, wenn ich den Traum hatte, bin ich früher aufgewacht, weil ich jetzt gesagt habe, jetzt aufwachen, jetzt, jetzt, jetzt. Und so hat das Ganze angefangen, so dass ich da steuern konnte. Ich kann nämlich auch ganz oft steuern. Okay, jetzt wachst du auf, jetzt schläfst du weiter. Das kann ich. Viele glauben mir das nicht, aber ich kann das. Okay, dann sage ich, okay, der Traum ist jetzt interessant, dann träume ich weiter. Oder der Traum ist jetzt nicht so gut, dann wache ich jetzt auf oder ich steuere den halt. Viel mache ich in den Träumen dann entweder mit Gedanken, dass ich sage, ja, das und das soll passieren und dann sage ich das in Gedanken, im Traum auch. Oder ich hexe wie Bibi Blocksberg. Das mache ich am liebsten. Nur manchmal fallen mir die Sprüche nicht ein und dann überlege ich, wie war denn das nochmal? Oder ich hexe und dann fällt mir nicht ein, was kommt jetzt? Da fällt mir nicht Hex, Hex ein, sondern, ja, weiß auch nicht. Fällt mir irgendwie nicht ein. Naja, aber was ich eigentlich erzählen möchte ist, ich habe vorhin geträumt von meiner Schwester, meiner Mutter und meinem Schwager. Und ich habe so eine Sache geträumt, wo ich jedes Mal denke, hä, ist das jetzt echt gewesen? Also nicht im Traum, also ich weiß, dass es jetzt ein Traum war, aber habe ich das schon mal gehört in echt oder jetzt habe ich davon auch schon mal geträumt? Das ist nämlich der Nachteil, wenn man so viele Klarträume hat. Du kannst teilweise nicht unterscheiden zwischen Traum und Wirklichkeit. Genauso, wenn irgendjemand was sagt, was mir bekannt vorkommt, dann denke ich, kenne ich doch, habe ich doch schon mal gehört. War das jetzt ein Traum, wo ich das schon mal gehört habe? Oder hast du das schon mal gesagt? Oder habe ich das schon mal erlebt? Das ist so, ja, das ist so der Nachteil, wenn man halt Klarträume hat und sich daran erinnern kann. Aber große Rede, kurzer Sinn, kleiner Sinn. Nee, kurzer Sinn. Also ich hatte halt geträumt von meiner Mutter, Schwester und Schwager und wir sind erst so unterwegs gewesen und dann wollte meine Mutter irgendwie zu meiner Schwester nach Hause. Dann sind wir in die Straßenbahn gestiegen, was ja so weit okay ist. Ja. Ja, also soweit ist ja okay. Dann waren wir da angekommen, wo wir ankommen wollten. Und anstatt der Haustür war auf einmal ein Auto da. Und wir dachten, hä, hier muss doch die Eingangstür sein. Naja.
Okay, dann ist meine Schwester irgendwie in das Auto eingestiegen und dann ist das Auto nach oben gefahren. Und, hä? Und sie wollte irgendwie in die erste Etage, der ist aber in die neunte gefahren. Und haben wir dann das Auto versucht runterzudrücken. Ja, ging aber nicht. Irgendwann kamen sie dann doch runter, oder sind wir, nee, wir sind glaube ich auch hochgefahren in die neunte, dann, als das Auto wieder runterkam. Genau, und dann sind wir kreuz und quer, anstatt zurück und wieder zur Tür, nein, sind wir irgendwie dann wieder mit dem anderen Bo nee, mit dem Auto dann wieder runter, dann sind wir ausgestiegen, dann sind wir so einen Berg hochgelaufen, dann nochmal so, dann wieder zurück, dann wieder da, wo das Auto vorher stand. Dann war das so, dass da auf einmal doch die Tür war, dann sind wir in die Tür rein und dann war da so ein Restaurant. Und ich habe halt schon mal gehört von meinem Schwager, dass die durch die Frühstücksabteilung, also wo die frühstücken, irgendwie durchgehen mussten, um in die Wohnung zu gelangen oder irgendwo hin zu gelangen. Jetzt weiß ich immer noch nicht, war das jetzt auch da schon ein Traum, weil ich wusste, dass. Nee, Quatsch, anders gesagt. Ich wusste ja in dem Moment, okay, es ist ein Traum. Weil es haben sich auch immer ständig die Aussehen meiner Familie geändert. Und wenn das so passiert, dann weiß ich, ist ein Traum. Aber ich wusste nicht mehr im Nachhinein, weil mir das so bekannt vorkam, war das eigentlich damals ein Traum oder hat man mir das wirklich erzählt? Wobei ich meine, es macht eigentlich gar keinen Sinn, aber ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, kann ja trotzdem sein. Oder ich weiß es nicht. Das sind so Sachen, wo ich mal denke, hä? Weil das so schwer ist und zu unterscheiden, war das jetzt echt oder nicht. Und ich sitze auch manchmal in der Tagesstätte echt, wenn Leute irgendwas erzählen, dann denke ich, echt? War das echt damals oder war das ein Traum? Oder weil ich auch viele Fortsetzungen träume. Ich habe gestern Nacht geträumt, dass meine Mutter und ich in dem Haus von Feldheim gewohnt haben, wo ich ja aufgewachsen bin. Und davon träume ich ganz oft, das weiß ich. Und ich stand dann da und das Haus wurde umgebaut. Und unsere ganzen Sachen waren weg. Und da waren auf einmal anstatt eine Garage drei. Und keine Ahnung, also ich habe dann. Im Endeffekt habe ich da geträumt, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, du, ich glaube, wir suchen uns gemeinsam eine Wohnung, da machen wir eine WG auf. So, ne? Und in dieser Nacht habe ich geträumt, als ich ja mit meiner Schwester und Schwager und so unterwegs war und meiner Mutter, habe ich dann geträumt und gesagt, naja, eigentlich wäre es ja schöner, wenn wir uns alle eine Wohnung suchen würden oder ein Haus oder also, wo wir alle einziehen können. Dann können wir wenigstens sagen, jemand anrufen und fragen, bist du wach, kannst du runterkommen? Ja, das sind dann so Fortsetzungen, die ich dann träume. Das ist dann immer sehr spannend. Aber ja, das ist dann manchmal der Nachteil, wenn man klar träumt. Man weiß vieles nicht mehr, ob das Realität war oder nicht. Keine Ahnung, viele werden es halt nicht verstehen, aber die klar träumen vielleicht schon. Ja, aber wie gesagt, ist halt so. Und am liebsten hexe ich im Traum. Und ja, genau, das wollte ich nämlich erzählen. Und eigentlich wollte ich schon im Bett filmen, aber auf einmal war der Adapter von der Speicherkarte weg. Und ich weiß, ich habe gestern noch im Bett kurz gefilmt und dann habe ich Video geschnitten und ich habe das nicht mehr gefunden. Und ich habe ja zum Glück noch ein paar Adapter hier, also habe ich den jetzt genommen, weil ich habe so eine Micro-SD-Karte.
Die kann nämlich ins Chromebook rein. Und deswegen habe ich die. Naja. Aber jetzt würde ich sagen, ich mache mir noch mal eine Scheibe Brot, trinke den Kaffee aus oder mache mir sogar einen neuen, das weiß ich gerade nicht. Nehme meine restlichen Tabletten. Die zwei habe ich ja schon genommen, die ich vor dem Essen immer nehmen muss. Genau. Ja. Und höre Podcast. Na gut, dann würde ich sagen, bis später. So, jetzt habe ich meine Gummistiefel angezogen und ich freue mich jetzt auf die Tagesstätte. Ich nehme mal meine Tabletten mit, falls ich bis nachmittags bleibe, dass ich die Mittagstabletten da nehmen kann. Und falls ich doch nicht bleibe, dann ist ja auch nicht schlimm. Genau. Ja, mein Handy habe ich jetzt auch aufgeladen. Sorry, ich habe bei Instagram eine Umfrage gesendet. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Verwerfen. Also, ich habe gefragt bei Instagram, ob ich mehr Aktivitäten auf Instagram machen soll, weil ich immer ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich dann viel poste, dass ich nerve. Und 18 Stimmen für Ja und 2 für Nein. Ja, finde ich cool. Zwar irritiert mich das jetzt, dass 2 für Nein gestimmt haben. Aber ja, gehört ja auch dazu. Trotzdem, die meisten haben Ja gesagt. Und eine hat sogar gesagt, es wäre schön, wenn du auch mal öfters hier auf Instagram live gehen könntest. Mann, ich kann nicht sprechen. So, ich muss jetzt aber mein Handy auf lautlos machen, weil, ja, das ist nicht so schön, wenn wir in der Morgenrunde sitzen oder überhaupt in irgendeiner Gruppe oder sonst wie und dann klingelt das Handy. Ich meine, ich mag es eh nicht, selbst wenn ich jetzt mein Handy anlassen darf man es ja, aber selbst wenn wir es auf laut machen dürften, würde ich es nicht machen, weil, nee, möchte ich nicht. Naja. Ich habe mir so einen süßen Zopf gemacht. Ja. So einen süßen Zopf. Mit dem Haargummis, oder mit dem Haargummi, was ich ja in der Campus-Tüte hatte. Was ich ja geschenkt bekommen habe. Darüber bin ich auch immer noch so dankbar. Und es waren echt tolle Sachen drin. Und diese Schokocreme, wo ich sagte, ich glaube, ich mag die nicht, mag ich doch. Ja, na gut. Ich mache mich jetzt aber los.
Bis später. Hallo meine Lieben, ja jetzt bin ich wieder zu Hause. Ja, und wir haben es jetzt aber auch schon wieder 16.03 Uhr. Ich bin müde. Und fix und fertig. Ich habe Hüftschmerzen, ich bin müde. Ich möchte eigentlich nur noch ins Bett und schlafen. Tagesstätte war gut. Ja, ich war noch eben bei der Bank. Dann bin ich nach Hause. Jetzt mache ich mir gerade was zu essen. Aber ich muss jetzt erstmal warten, bis das Wasser kocht. Und dann wollte ich jetzt halt kurz ein bisschen was filmen. Und dann gehe ich auch bald ins Bett und muss noch das Video schneiden für heute Abend. Gestern hatte ich noch kein Material für heute Abend. Aber jetzt habe ich halt gedreht für heute Abend, muss es aber noch schneiden. Ich habe eigentlich gar keine Lust. Vor allen Dingen, ich habe nur noch, wenn jetzt 16 Uhr ist, habe ich ja nur noch 17, 18, 3 Stunden Zeit, bis das Video online sein muss. Sprich, eigentlich habe ich noch eine Stunde Zeit zum Schneiden und dann ungefähr eine Stunde zum Hochladen oder ein bisschen mehr und dann muss es ja auch online sein. Ja, weiß auch nicht. Naja, aber Tagesstätte war wirklich gut. Ich habe mein Diamantpainting endlich weitergemacht. Und ich habe extra mal abfotografiert, wie weit ich gewesen bin, als ich angefangen habe, also heute weiterzumachen, und wie weit ich gekommen bin heute. Und ich bin ultra, ultra weit gekommen und bin sehr stolz. Ja, was blöd war oder was, ja, war irgendwie blöd und irgendwie nicht. Die Ergotherapie ist sehr voll gewesen und wir sollen ja eigentlich auf Abstand gehen. Wenn wir trotzdem, eigentlich sind wir fast alle geimpft und haben eine Maske auf. Aber wir sollen trotzdem noch auf Abstand gehen. Aber ja, es war halt so voll, dass wir nicht auf Abstand gehen konnten. Und in dem Vorraum, also wir haben so einen Vorraum und dann kommt die Ergotherapie. Da sind auch die Toiletten. Ja, da habe ich mich dann hingesetzt, habe da mein Ding gemacht, habe euch das Bild auch mal fotografiert und blende es auch ein. Ja, auf jeden Fall saß ich dann da und ich brauche immer ein bisschen kälter und da war halt keine Heizung an. Und dann hat ein Mitarbeiter gesagt, ja, brauchst du Heizung? Ich so, nein, brauche ich nicht. Was macht er? Ich mach doch Heizung an, auf 3. Oh, ja, nee, will ich nicht. Oh. Gut, dann habe ich es erstmal so gelassen, habe ich es irgendwann ausgemacht. Und irgendwann habe ich auch das Fenster aufgemacht, wegen Lüften. Oh, und alle so, ist dir das nicht zu kalt? Mach doch Fenster zu, mach Licht an, weil ich habe Licht ausgelassen. Ich so, nein, will ich nicht, weil wenn ich Licht anmache, blendet das so und ich sehe nichts dann. Also ist es kontraproduktiv und mich hat das so genervt. Und ja, und setz doch nicht einen Kalten da und morgen erkältest du dich, morgen hast du Schnupfen. Oh, es hat so genervt, wo ich mir denke, echt jetzt, ich bin eine erwachsene Frau, die im März 40 wird. Ich weiß, was mir gut tut, wenn ich Kälte mag, lasst mich doch. Ich bin erwachsen. Ich mache das so, wie es mir gut tut. Sich jedes Mal zu erklären und zu rechtfertigen für mein T-Shirt. Ich laufe im T-Shirt rum, gut, heute im Pullover, aber sonst laufe ich im T-Shirt rum. Ich muss mich erklären, warum im T-Shirt. Ich muss mich erklären, wenn ich das Licht aushaben möchte. Ich muss mich erklären, wenn ich die Heizung aushaben möchte. Oh, ich verstehe es nicht.
Ich weiß, es ist nicht, also es ist lieb gemeint und es ist auch nicht böse gemeint. Das weiß ich hundertprozentig, aber es nervt, wenn jeder da durchkommt und sagt, ah, das ist viel zu kalt, mach mal Heizung an, mach Licht an. Oh, nein, Leute, ich will das nicht. Aber das ist das Einzige, was mich halt aufgeregt hat heute. Ansonsten bin ich echt stolz wegen dem Diamantpainting. Ja, genau. Bin dann auch ein bisschen eher gegangen. Eigentlich bin ich ungefähr eine Stunde eher, also ich wollte eine Stunde eher gehen. Ja, aber dann habe ich Klaviermusik gehört. Dann bin ich nochmal auf den Dachboden und habe geguckt, wer Klavier spielt. Dann war das eine Mitteilnehmerin, die Klavier gespielt hat und dann habe ich doch mit ihr gequatscht. Und dann war es, anstatt 2:30 war es ungefähr 3, als ich gegangen bin. Also habe ich fast eine halbe Stunde mit ihr gequatscht. Naja, und dann bin ich zur Bank, habe da was geklärt oder halt gemacht. Ja, genau, und dann nach Hause und auf, also fast zu Hause habe ich mir, oh, Hüfte tut weh. Also ja, ich bin fast zweimal weggeknickt und das tat so weh. Und ja, jetzt bin ich froh, zu Hause zu sein. Mach mir halt noch was zu essen und dann gehe ich halt wirklich nur noch. Sorry, mir fällt ein, dass ich ja mein Ladekabel hier habe für mein Handy. Ja, dann gehe ich halt wirklich nur noch ins Bett, mache das Video und dann ist gut. Tabletten muss ich noch nehmen, also morgens ist ja weg und mittags. Aber mir ist was passiert, ich wollte die Tabletten doch mitnehmen in die Tagesstätte. Habe ich es gemacht? Nee, ich habe sie hier liegen gelassen, habe ich vergessen. Egal. Die Mittagstabletten ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Ich habe sie dann im Nachhinein noch genommen, weil die sind gegen meinen Tremor, dass ich nicht so zitter. Also ich zitter trotzdem, aber ja, geht, finde ich. Sonst war es so richtig dolle und ich meine, das hat schon was gebracht. Weiß ich nicht. Haben sie mir in der Klinik verschrieben und sollte ich ausprobieren, haben wir ausprobiert. Ja, und seit 2018 nehme ich die halt. So, und ich glaube, ich sollte mal in die Küche gehen und dann würde ich auch sagen, ich beende auch das Video. Lasst gerne einen Daumen oben da, einen Kommentar. Ich glaube, das war ein sehr kurzer Vlog. Weiß ich gerade nicht. Aber mich würde zum Beispiel interessieren, ob ihr auch Diamantpainting macht oder nicht. Oder was ihr sonst so für Hobbys habt. Das würde mich interessieren, ob jetzt stricken, Diamantpainting malen, reiten, Fahrradfahren, wandern, keine Ahnung, so Sachen. Ja, das würde mich wirklich mal interessieren und ansonsten lasst gerne ein Abo da, falls ihr es nicht schon getan habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder was auch immer, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und bis dann. Tschüss.